Gestern war übrigens zu lesen, hast du das mitbekommen, dass Karl Lauterbach angeboten hat, Bayern-Profi Joshua Kimmich persönlich zu impfen. Das wird nicht einfach. Ne? Da muss der Lauterbach erstmal an Niklas Süle und der kompletten Bayern-Abwehr vorbei. Aber wir hören jetzt zum aktuellen Stand der Corona-Maßnahmen einen Kommentar von Yildirim vom Osmanischen Rundfunk. Ja, danke, dass ich sprechen darf. Vielen Dank, Dankeschön. Sehr freundlich, Frau Zidlo. Also. Guck. Schau mal, guckst du hier, habe ich bekommen ein Schreiben von der Stadt Köln. Ja? Was drin steht, ist die Corona-Schutzverordnung. Warum ihr Deutsche müsst immer machen die längsten Wörter auf ganzer Welt? Das gibt's doch gar nicht. Pass auf, ich habe Gemüsestand. Obst auch ein bisschen. Und hier steht, sehr geehrter Herr Yildirim, bla 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 bla, für Sie gelten diese Regel. Ja? Paragraph 1, 1,5 Meter Abstand. Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand. Für Kunden, ich kapiere. Ja? Aber warum Gemüse? Das ist verrückt. Ich lege eine Tomate hin, dann ich messe mit Zollstock. Dann kommt Blumenkohl. Dann wieder 1,5 Meter, dann Papaya, stand voll, kaputt. Geht nichts mehr, ich kann so nicht. Bitte sehr. Ich habe mit Amt telefoniert und gefragt, was kann man machen. Ich gesagt, wenn Kartoffel kommt aus einer Familie, kann man dann zusammen in ein Netz legen. Oder nur junge Kartoffeln. Was, die alte Kartoffel auf andere Seite? Die haben gesagt, nein, ist Versammlungsverbot. Ist stadtverrückt. Ist hier. Also, pass auf, geht noch schlimmer. Ich kann nicht lesen mit meiner. Paragraph 2, Kontaktverfolgung. Guckst du hier, ich habe irgendwo mein Gemüse. Diese. Ja? Diese Gemüse liegt an Stand. Kunde kommen, fassen an. Gucken, legen wieder hin. Alles kein Problem. Das ist normal. Aber jetzt, ich muss machen Kontaktverfolgung. Kontaktverfolgung für eine scheiße Aubergine. Wenn du fasst Aubergine an, ich muss Namen aufschreiben. Dann, ich bitte sehr, das ist... Wem gehört diese? Kein Racke. Dann Telefonnummer aufschreiben, dann Adresse. Ich frage Frauen nach Telefonnummer in mein Alter. Meine Frau sagt, ah, ich schäm dich. Ach, Moment, geht noch weiter. Paragraph 3. Weitere Maßnahmen. Kunden beschweren sich. Kelal, warum schmeckt Apfel bitter? Ich sage, ich muss ich muss waschen wegen Hygiene. Hygiene ist diese Tier in Afrika. Pass auf. Ich hab vergessen, wie heißt. Egal. Guckst du. Bei Obst, Gemüse, ich muss waschen. So, Obst ist sauber, aber schmeckt wie Seife. Dann wird noch besser, ich muss impfen jetzt? Impfen, aber bei mir alles bio, ich nicht spritzen. Guckst du. 2, 3, 4 Mal mit diese BioNTech. Übrigens, BioNTech, na, wie ich sagen, hatte zwei Türke hat erfunden diese, ja? Unglaublich. Ja? Vor 20 Jahren haben wir noch den Stoff auf Straße verkauft. Also, pass auf. Diese ganze Regel macht mich kaputt. Ja? Ich mache an meinem Stand auch Schnelltest. Habe ich letzte Woche Teststäbchen mit Spargel verwechselt. Kunde böse? Nase kaputt, aber hey, kein Corona, kein Corona. Ist kein Corona, er kann die Radieschen noch von oben gucken. Also, komm zu mir, ich habe diese Woche gute Aktion, Kalka Hauptstraße 39, hier Köln diese. Jeder Stück gibt Hälftepreis, zwei Stück zu Preisen. Eigentlich können machen Dankeschön. 50%. Dankeschön auch für diese Sonderangebote. Dankeschön, ja. Yildirim vom Osmanischen Rundfunk und auch von nebenan. Falls Sie gerade erst zugeschaltet haben, das soll es ja geben. Es ging kurz um Corona. Das ging mal eben durch die Presse. Sie erinnern sich trotzdem, für Sie eine kleine Kurzfassung.
Fledermaus, selbstgenähte Masken aus Satin, dann Lockdown, Händewaschen, FFP2, der grinsende Spanwitnussknacker des Jahres, nächster Lockdown, Mindestabstand 1,50, außer A2, da war es ein bisschen knapp, Impfung kommt aber nicht, dann Impfung, dann noch eine Impfung, dann der Booster, dann Immunität, außer man steckt sich an. Immerhin erfreulich, geimpft, meist leichter Verlauf, was man von den Jahren 2020 bis 2022 nicht behaupten kann, die liefen wie ein Sack Nüsse. Das ist Deutschland. Die Gesundheitsämter haben bereits von Thermo auf Echtpapierfax umgestellt. Gegen die deutschen Corona-Regeln wirken die Bücher von Umberto Eco wie alle meine Entchen. Und wenn ich einen Spaziergang zum Dönermann mache, folgt mir neuerdings ein Wasserwerfer. So weit, so deutsch. Naja, jetzt haben wir eine Inzidenz, bei der man das Gefühl hat, gleich kommt Rick Grimes um die Ecke. Aber kein Problem. Im Frühling oder so gibt es einen Impfstoff gegen Omikron. Bis dahin sind wir vermutlich mit den griechischen Buchstaben durch und haben eine Mutationbezeichnung aus dem Morse-Alphabet. Das fiept Ihnen der Hausarzt dann durch den Briefschlitz. Miep, 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 miep. Vielleicht sind wir dann aber auch alle mit dem Thema durch. Von einer radioaktiven Spinne gebissen worden oder infiziert oder sonst irgendwie immun für zumindest 3 Monate oder wie Olaf Scholz sagen würde, 6. Aber, um jetzt einfach mal was Erfreuliches zu sagen, Pommes. Wir sind sowas von aktuell. Wir kennen sogar schon die, halten Sie sich fest, Schlagzeilen von nächster Woche. Welche Breaking News würdet ihr gerne nächste Woche lesen? Corona-Epidemie vorbei, Abstandsregeln bleiben aber. Also meine Schlagzeile wäre, Cem Özdemir spendet Fahrradhelm in die Ukraine. Gleich bei RTL exklusiv. Harald Glöckler gesteht, mein Friseur ist ein Edding. Drama beim Frauentausch, keiner will Mirja Bös. Oh. Endlich hielt ihn im neue Pressesprecher von Scholaf Olz. Für den Fall, dass Sie gerade erst eingeschaltet haben, die Sendung ist leider vorbei. Schade.